schwarz im Pyjama. Das ist alles nur rosa oder grau. Dann lieber dann schon Farbe. Oh, jetzt siehst du gut aus. Jetzt. Also für euch gerade sah sie gut aus. Und brillentechnisch gehen wir heute in Partnerlook. So, wo war ich? Also das hatte ich auch schon lange nicht mehr, dass der einfach so auftaucht. Ich immer. Da muss irgendwo ein Luminescent gewesen sein, der hat ihn hergebracht. Ja, in diesem Vorgarten da, wenn das zählt. Hier gibt es natürlich auch so eine Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Weil du musst hier dann an eine Leiter runter. Das ist vom Vorteil, hier die Tür zu schließen und das hier davor zu schieben. Ansonsten, wenn du das nicht machst und du willst wieder hochklettern, kommt die Pilates rein und dann springt er runter und dann kommst du einfach nicht. Weil jedes Mal, wenn du hochklettern willst, schlägt er dich, dass du runterfällst und verfällst du in Panik und dann stirbst du einfach so. Ja. Ist mir schon mal passiert. Hallo! Ach, da ist ein Gittertisch neu. Nimm das. Erstmal schnüffeln. Ein Schlüssel. Good boy. Du Köter. Armer Köter. Wer sagt denn im Zusammenhang mit arm Köter? Ja, keine Ahnung. Ich denke auch einfach, dass die Übersetzung so verdammt schlecht gemacht haben. Mhm. Teilweise ist die echt schon grottig. Oh nein, what soll ich tun? Tja. Und jetzt treiben wir schnell unseren Hund wieder auf. Ich hab Angst. Denn nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, wird der Bilitas crazy. Aha. Das bedeutet, er läuft noch schneller und ist noch gefährlicher. Wie, also je länger du dir Zeit lässt, oder was? Obwohl, nee, die wurden doch, glaube ich, immer am Ende crazy, je näher du dem Ende eines Kapitels kamst oder so, ne? Mhm. Die Frau war bescheuert. Daniela. Ich muss gerade überlegen, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich weiß schon, die haben so viele Platten und Schlüssel. Jetzt fällt mir auch die Platte wieder ein, die ich brauche für diese eine Kiste da in dem Puppenraum. Mhm. Oh, dieser Vogel. Ich bin der singende Lachs und ich singe den ganzen Tag. Die Platte heißt Morgan. Morgan. Guten Morgen. Waldemar hat meine Eltern getötet. Wie heißt Harry Potters Erzfeind? A. Waldemar. B. Voll der Mord. Ja, und ihre Titten. Doing, doing. Man müsste das
das so aufnehmen und dann so zusammenschnipseln und dann so musikalisch hinterlegen mit so einer komischen Klaviermusik und dann dieses Boing. Und dann jedes Mal, wenn es so hoch geht, so Boing, Boing. Oder dieses Pamela Anderson, dieses Baywatch. Ja, Baywatch. Daniela ist ja auch in dem Sinn voll fies, die fängt nämlich irgendwann an, die Türen zu schließen. Mhm. Da kann es passieren, dass sie Huey wegsperrt und du musst ihn dann suchen gehen. Mhm. Sprecher? Ja, ist nicht mal so eine blöde Idee. Immer Hund. Bell nicht! Ich muss hier hoch. Ach, sind wir wieder da. Mittlere Tür ist zugeschlossen gewesen bei mir. Die jetzt gleich da kommt um die Ecke. Ja, die ist auch geschlossen. Immer noch. Ich kann mir nicht mal die Platten holen jetzt. Das ist irgendwie ein Geräusch. Ich sag gerade. Hat da jemand gepeitscht? Ich sag gerade, ich kann nicht mal die Platten jetzt holen gehen. Wir können ja zugucken. Diesen 6 Spielchen, die wir da machen. Einfach mal so durch die Tür gucken. Mhm. Ach, da ist wieder die Olle. Die hat auch so komische Tipps. Where is he? Ich kann so weit immer nicht gucken im Raum, wenn ich durchs Schlüsselloch gucke. Where is the old man? Ich kann auch nicht um die Ecke gucken. Und Kameraführung kann ich auch nicht mal auch machen. Where's the hallo? Erst haben wir Peitschenhiebe gehört, jetzt spricht er ganz normal mit dir. Das sind die Peitschen. Voll die Soundeffekte hier. Die machen mir gerade das Pornoblümchen, ja. Do you hear me, old man? Also der alte Mann scheint gegen die zu sein. Die spielen alle irgendwie gegeneinander. Daniela will sie töten, Ricardo will sie töten und der alte will sie töten. Die Billitas will mit ihr eigentlich nur spielen. Schon wieder fällt die auf ihren Arsch. Ich muss hier raus. Ach, gibt es da nicht irgendwo einen Zaun, wo du drüber klettern kannst und weg bist? Obwohl, im Wald gibt es ja auch noch so eine Szene mit Ricardo. Oh, ja, ich hasse es. Ah, falsch. Da muss ich ja rein. Da muss ich hin zu dem Tisch. Jeder benutzt einen Schlüssel auch so. Aha. Warum hat Huey Angst?
Ja, das ist, weil ich diese scheiß Platte nicht mit hab. Ich könnte mich da unten jetzt verstecken. Aha. Ich hab diese blöde Platte nicht mit. Huey hat Angst. Warum hat er Angst? Kein Wunder, ich hätte auch Angst. Ich hab Angst. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich kann nicht mehr. Die wurde da auch irgendwie dann schwarz-weiß, wenn die so ganz fertig war, die Frau oder so. Nee, weil da, das war die Panik, die Panikanzeige für mich. Oh, ja. Aha. Findet mich nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. In den Schrank kommst du nicht. Was ist in diesem komischen Raum, wo man da dieses Bonus da machen kann? Kann man sich da drinnen verstecken? Das Gefühl zumindest. Oh, der ist doch weg. Ne, der Hund. Oder? Ah, ne, das ist. Die Musik ist wieder da. Ja. Ich dachte schon, der Hund knurrt. Einfach mal Nigger gelesen habe. Ja, da stand irgendwie Nigrett oder so. Ja. Da kannst du es nochmal nachlesen. Nigger. Nigrett. Ich hab soeben die Erinnerung zurückerlangt, was jetzt passiert. Da muss ich jetzt hier nach hinten. Warum ist der aufgestanden? Bleib. Die Leiter hochklettern kann er eh nicht. Die klettert so voll angenehm.